Hallo, liebe Freunde. Und hier sind wir wieder bei einem neuen Let's Play. Wir spielen seit langem mal wieder Warframe. Ich habe es auf den aktuellsten Stand gebracht und habe gesehen, dass es einen Prolog zu spielen gibt. Und den wollen wir natürlich mal ausprobieren. Gehen wir jetzt mal rein. Funktionen des Schiffes wie die Schmiede, das Arsenal und die Navigation werden freigeschaltet. Sobald der Prolog abgeschlossen ist, du musst den Prolog abschließen, um alle Funktionen freizuschalten. Möchtest du fortfahren? Ja, natürlich. Ein Schiff? Cool. Eine Primärwaffe haben wir bekommen. Eine Vulkar. Die Vulkar ist eine vernichtende Fernkampfwaffe, die von den Gringer für ihre Elitetruppen hergestellt wurde. In den richtigen Händen ist sie in der Lage, Ziele auszuschalten, bevor sie in Reichweite kommen. Yeah, ein Sniper. So, du darfst dich jetzt auch gerne mal ausladen. For generations you've slept. No purpose, no call to wake you. But now, something has risen from the ruins of the old world. Es ist auferstanden. Aus Ruin. The Grineer. Swallowing colonies whole, their clones flood the system from a hidden, toxic wound. The Twin Queens, the sisters, have sent their most beloved commander, Vor, on an urgent mission. To protect the twisted crusade they have begun. To transform the scattered colonies into an empire. To see that the Tenno, hidden and asleep, will never awake. Very good, Kurt. Vollständige Kontrolle über das umliegende Magnetfeld ist Mark eine Meisterin im Manipulieren des Gegners. Boah, Volt kann elektrische Elemente erzeugen und zügeln. Dieser Warframe richtet großen Schaden an und ist perfekt für Spieler, die eine potente Alternative zu herkömmlichen Warframes wünschen. Herkömmlichen Waffen wünschen. Oh, Entschuldigung. Schockgeschwindigkeit, elektrischer Schild, Überladung. Gegner ranziehen, Schild polarisieren, stellt Schild wieder her. Okay, Kugelmagnet. Magnetisiert ein Ziel. Aha. Ich bin mehr der Schwertkämpfer. Schwertstoß finde ich extrem geil. Wake up, Tenno. Ja, schönen guten Morgen. I see the Lotus has tried to wake you. Pity she's too late. You're my prize now, Tenno. Taking this one with us. What has he done to you? I can't lose another Tenno. I'm surging with Warframe's power systems.
Quick, use your power. Defend yourself. Oh, daneben. An extraction ship is on its way, but the Grenier will be hunting you. Arm yourself. Eine Waffe? Ja, mal lustig. Schwert haben wir eigentlich überall, aber Stab ist ja mal. In die Option. Region Europa ist alles klar. Steuerung. Tastaturbelegung anpassen. Nutzen ist E und Nahkampfangriff ist E. Beißt sich das nicht? Das ist nur so eine Frage. Was? Ducken, umschalten ist nicht vergeben. Es ist doch vergeben. Also zumindest vorhin war es das noch. Ach, Leute. Ducken umschalten. Sprintrolle, jetzt geht das los. Haben wir schon was auf Q? Ja, auf Q, Inventarfenster. Eine Sprintrolle. Und jetzt will er bestimmt noch Sprint umschalten. Nein, er geht raus. Okay. Bestätigen. Jetzt gibt es hier noch schönes Kombos. Aha, keine Haltungsmod installiert. Ja, ist okay. Adam! Drei und Kui! Kräftengeberei! Drei und Kui! Das ist doch ein... Oh, einmal abgestürzt.
Your warframe is out of power. Use another weapon. Es gibt kein Ziel. Da müssen wir machen. Vielleicht nochmal reingucken. In die Steuerung. Das geht doch gar nicht. Das geht ja überhaupt nicht. Steuerung. Controller, bist du eingeschaltet? Bist du eingestöpselt? Ich glaube es nicht. Nein. Sehr gut. Dann müssen wir hier nochmal rein. Dabei ist die Maus kein Faden, ne? Können wir... Was? Waffe abfeuern ist nicht vergeben. Geht das auch. Wunderbar. Ich wusste doch genau was. Okay. Führe 100 Stairskills aus. Das sollte doch. There's a cache of weapons ahead. Grab what you can. Sehr stylisch. The extraction point is up ahead. Hurry, before Vor finds out you've escaped. Level up, sehr schön. Bei Level up gibt es meistens irgendwelche Skills. Hier ist voll, sehr schön. Ich denke mal, wir sollen hier. Salvage Team, why have you not reported in? Sehr schön. Macht es zwar nicht sofort, aber macht es meistens. Öffnen geht auch. Sehr schön. Schade nicht. Take what you can. You will require resources to build yourself into a diverse and effective warrior. Ich glaube, das geht leider nicht. Da sollten wir nochmal nachgucken. Also es tut mir übelst leid, dass es hier so eine ganz komische Folge geworden ist. Die erste.
Die 5 ist belegt. Ich hab's jetzt nochmal neu belegt. So, aber er löst nicht. So, das liegt da drauf. Dann machen wir es halt nochmal. There's the extraction ship. You're not ready to face Bohr now. Use your melee weapon to block the beam and get inside. This will hurt! My decrepit heart is pounding. This one is stronger than the rest. Lock the area down. This Tendo is mine. There's an energy signal in the ruins nearby. It may be our only chance, but we need to release the lockdown. Search the wreckage. You should find the cipher. Der Start ist ein bisschen langsam. Ich hätte vielleicht doch gestartet sein. Dann kommt man auf die Leiter wieder rauf. Sehr schön. So. Aber wir sollen hier hinten hin. F halten. Ja. Good. I'm marking the console. Use the cipher there to release the lockdown. The queens want to destroy you, but I need to know more. Thank you.
Oh, noch 40 Lebenspunkte. Erstmal das Schild. Get out of there, Tenno. You will have to face war another time, when you're fully restored. Rhaenyra, my sons, prepare for reinforcements. We need that Tenno. Tenno flows like fire across the battle terrain. Do you remember how to run on walls? Yeah. Natürlich. Erinnern wir uns daran. Das machen wir jeden Tag. Wandlaufen auf eine höhere Ebene zu springen. Sehr schön. Wenn ich nur noch die Wände an der Stadt lang, das ist wahnsinnig. So, 30 Meter in die Richtung. Nochmal ein Stealth-Kill. Eine Primärwaffe wählen. Wir haben hier einen Bogen und eine Knarre. Was macht ein Bogen? Zeige mir den Bogen. I'm not sure what Vor has done to your warframe, but we cannot remove it now. Just keep going. The energy sign is up ahead. Ich habe 51 Teile. Ich kann ihn aufziehen. Sehr schön. Erleichtert einiges. Falls mal ein Deckel kommt. Na, wo bist du? Vor allen Dingen kriegt man sie mit einem Schuss weg. Gut, wenn jetzt mehrere Gegner kommen, ist es vielleicht etwas ungeil. Da bräuchte man doch. Dafür fliegen sie schön. Oder sind auch mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise festgenagelt. Ja, irgendwie hält der Fall den. Achso. Und wenn ich lange drücke, ist dann meine Nahkampfwaffe. Verstanden? Aha. Nochmal kurz drücken von der Nahkampfwaffe. Dann kommen wir wieder in die Fernkampfwaffe. Etwas höher. Etwas über den Gegner zielen hilft meistens. Da ja die Pfeile eine Flugbahn haben,
Birkin ship is up ahead. Just go. Ja, wir gehen dann auch gleich. Dorthin. Los, mach's auf. Haben wollen. So. Das wäre zum Abschluss. Das sind auch noch 2, 3. Ja. Ne, ich glaube, das wird kein Stasgeld. Wäre cool gewesen, wenn man jetzt noch seine eigenen Pfeile wieder einsammeln könnte. Hätte ich nichts dagegen. Disengage the suppression system so we can restart the ship. You'll have to bypass the security on that panel. Hacken. Hacken finde ich gut. Mit rechter und linker Maustaste. Och, wir haben ja Zeit. Mit rechter und linker Maustaste kann man die unterschiedliche Richtungen drehen. Diese einzelnen Farben gebilden. Are my senses deceiving me? Operator, is that you? Enemy reinforcements are here. Ship Cephalon, we require immediate extraction. Verteidige the operator Schiff. Is in danger? I will need a few moments to cycle the engines. Tenno, are you afraid? You cannot hide from these old eyes. I've marked you. You will return to me. Dafür ist der Bogen eindeutig zu langsam. Habe ich nicht gesehen. Wir sollten uns vielleicht doch was anschauen. Tenno, the ship is ready. It's time to leave. Ich habe noch einen Bock. Definitiv. Auf Wiedersehen. Und mal wieder eine Ladesequenz. Operator, you have returned. I am Ordis. Na, komm, Ship Cephalon. A shadow of my former self. I cannot serve the operator in such a condition. Order me to self-destruct. I will understand.
The Grineer are ravenous for this old technology. It is superior to theirs. Perhaps there are systems left in the orbiter compartment? Look at this madness. Those savages. Components have been removed. The lower orbiter compartments have no life support. Why did the operator abandon me? Arsenal management could be restored, if the operator wishes it. Na, natürlich wünsche ich das. Wir sind jetzt in dem... Geil. Es ist ein wenig grell, aber es sieht cool aus. Ach, hallo Nekros. Ja, wir kennen uns. Ich habe früher schon mal gespielt und... mein absoluter Lieblings-Warframe. Loot ohne Ende. Leute, ich sag's euch. Loot ohne Ende. Ich hab ein eigenes Raumschiff. Und hier gehen Sachen auf. Ein Segment ist da. Schieb das da rein. Ui. You honor Ordis. Now I can supply the operator with better modded firepower. Oh, the violation. Aww. Those have been looted as well. We need to figure out what Captain Vor has done to you and stop him. But we'll need help. I found a communication segment we might salvage for your ship. When you are ready, activate your navigation system. Ordis hopes the operator will punish the Grineer for dismantling it. Okay, zeig mir erstmal mein Arsenal. Ah, okay. Das ist mein Nekros. Was haben wir hier? Ausstattung, Kommunikation, Profil. Da können wir noch einen Spieler einladen. Genau, ich hatte ja schon ein paar Warframes. Mit dem Rhino habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Ein sehr ekliger, also ein sehr standfester Char. Also, was der aushält, ist nicht mehr feierlich. Aber wir wollen wieder zurück ins Arsenal. Und da kommen wir da auch hin. Aha. Ash, Benji... Nee, Ash kennen wir nicht. Benji kennen wir. Alles bekannt. Loki... Dolt, ja, Emperor... Ah, Schnurba... Nyx, Oberon, Sarin... Ja. Ist okay. Einen Flammenwerfer habe ich dran. Den habe ich mir schon mal zusammengebaut gehabt. Sowas ging früher nur in der Clanhalle. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt ist. Dual Cessnas, genau. Und mein Lieblingsschwert, das Dunkelschwert. Strahlung macht es zusätzlich. Ja, sehr schön. Dazu mein Begleiter. Da gibt es immer nur noch diese. Hat sich noch nichts weiter geändert. Ein Maschinengewehr hat er dran. Belebung haben wir noch 4. Verkaufsgüter. Immer noch diese Das kostet alles extra.
Cache. Nein, nein, nein. Das kostet auch alles Cash. Och, Leute. Na, irgendwie müssen sie sich ja auch finanzieren. Sehr schön. Lieber Ladebalken. Die Zeit mit dir war wirklich sehr schön. Also sie könnte langsam mal zu Ende gehen. Es nervt. Leute, los. Wegen dem Posteingang jetzt. Oder... Nee. Ist jetzt nicht euer Ernst. Na, bitte. Was macht's jetzt? Schmeißt mich raus. Es schmeißt mich raus, weil ich den Posteingang geöffnet habe. In diesem Sinne würde ich mal sagen, war's das für diese erste Folge. Und wir sehen uns spätestens bei der zweiten wieder. Auf Wiedersehen.